Herzlich willkommen zurück zur GPL-Show Season 9. Heute geht es um den 11. Spieltag in der Doubles Division. Und das erste Match, die Fennec Gator gegen die Scherzkekse, war direkt ein wenig besonders. POC Galaxy und Hydronic haben ihre Teams nicht selbst gebildet, sondern anderen Teilnehmer der Liga jeweils ein Pokémon gegeben, welches sie bilden sollten, ohne sich dabei abzusprechen. Von daher war das Matchup ziemlich wild. Es geht los mit einem Gedankengut Pipi auf der Seite der Scherzkekse, während Liberlo den Double Target der Fennec Gator mit einem Schutzschild abfängt. Walschall Gardevoir fällt bereits in der nächsten Runde an Pyroball. Liberlo kann das Pipi noch einmal mit Coaching boosten, bevor es vom Richter zum Tode verurteilt wird. Dampfwalze Trikifalo soll nun den Speed des gegnerischen Teams senken, damit Gastrodon schneller ist, jedoch wird auch der Schwächenschutz von Pion Draghi aktiviert. Pipi setupt sich viel, hat jedoch nur Kraftvorrat als Angriffsmove bei zwei Unlicht-Pokémon im Gegnerteam. Es wird auf beiden Seiten nicht gerade wenig gemisst. Pipi mit dem Genauigkeitsdrop durch die Lehmbrühe, welche regelmäßig selbst daneben geht. Dazu kassiert Trikifalo die Vergiftung durch den Gift-Hieb. Das ist doch completely kacke und jetzt auch noch die Poison. Ja moin. Ja moin. Dank der Breitseite von Trikifalo, die Pion Draghis Angriff senkt, kann Gastrodon sogar nochmal den Double-Target überleben, jedoch besiegt die Vergiftung halt das besagte Trikifalo. Alolas Nobilikats Trugträne soll Pipi ein wenig Einhalt gebieten, während die Lehmbrühe endlich für Pion Draghi ausreicht. Ein Rollen Milotic ist jetzt zum zweiten Mal am Start, diesmal aber nicht um die Boosts weiterzugeben, sondern um seine Hypnose zu treffen. Und zwar 4 von 4 Mal. Und Hypnose trifft wieder, wollt ihr mich verarschen? Das ist doch kompletter Betrug. Die Trefferwahrscheinlichkeit von Hypnose auf plus 1 Genauigkeit ist übrigens 80%, also quasi eine Steinkante. Das ist doch lächerlich. POC ist sich dann absolut sicher, dass Milotic den Fehlschlagschutz spielt, um seine Initiative zu boosten, nachdem er schon 5 Mal die Überreste gesehen hat. Pipi misst aber auch 3 weitere Kraftvorrate, während POC komplett über die fehlende Sleepclaws upraged. Wer will mich hier eigentlich flaxen gerade? Wer will mich hier flaxen? Wer will mir sagen, Sleep im Doubles ist ja gar nicht broken? Weil, kann ja missen, nur mit Gravity stark, weil mit Gravity trifft's ja. Nein, Kusha trifft auch so einfach immer. Seht ihr doch. Erzählt mir doch nichts, Freunde. Dann kommt es endlich durch und killt sowohl Gastrodon als auch Zapdos. Kreideschrei plus Sternenhieb soll dann Milotic aus dem Spiel nehmen, jedoch greift POC aus Versehen Pipi an, während der Kreideschrei wirklich auf Milotic geht. Nein, was habe ich? No! Habe ich jetzt schon angegriffen? Nein, ich bin so dumm. Die Unbeugsamkeit sorgt dann für einen Double KO durch die Lehmbrühe, während Pipi im gesamten Match nicht einmal das Feld verlassen hat. Somit gewinnen die Scherzkekse dieses recht ungewöhnliche, aber durchaus unterhaltsame Match mit 4 zu 0. Und POC haben wir heute tatsächlich im Interview bei Heinrich Amster. Ja, wir stehen hier mit dem zweiten Coach hier mittlerweile, der Fennec Gator, Herr Galaxy. Heute gab es ja dann schon die ein oder andere bittere oder ungünstigere Stelle. Hat Maxi einfach alles an Glück und Hex für sich gehortet an diesem Spieltag, sodass sie nichts mehr abgekriegt haben? Ist es in Wahrheit Maxis Schuld, dass sie hier heute verloren haben? Also, ich möchte an der Stelle sagen, vielleicht ist es eher so, dass Maxi jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen Glück abbekommen hat, denn ich denke generell war das diese Season doch eher etwas unglücklich auf Maxis Seite, aber ich möchte nicht sagen, dass es daran gelegen hat. Ich möchte generell vielleicht eher sagen, dass die Hacks natürlich immer beim besseren Spieler sind und deswegen, wenn Maxi hier gerade aktuell natürlich super performt, dann sind die Hacks eben auf seiner Seite und dann muss ich einfach mal wieder besser spielen, dann sind sie wieder auf meiner Seite, deswegen. Ja, wie stehen Sie denn, wenn wir gerade beim heutigen Spieltag sind, zur aktuellen Sleep Clause in der Doubles Division? Wünschen Sie sich da eine Änderung? Also ich möchte sagen, es war tatsächlich eine sehr, sehr starke Idee an der Stelle von, ich weiß gar nicht, wer es vorgeschlagen hat, so ein Mindcube oder so könnte das gewesen sein. Also ich möchte hier an der Stelle sagen, ich habe mich immer vehement dagegen gestellt. Ich fand das immer eine ganz schön schlechte Idee. Und ich bin ganz ehrlich, ich wusste ja tatsächlich bis zu Spieltag 8 war es, glaube ich, nicht mal, oder warte, Spieltag 9 war es, wusste ich ja gar nicht, dass es erlaubt ist, mehrere Pokémon in Doubles zu sleepen. Das habe ich dann mehr oder weniger erfahren und kaum habe ich es erfahren, benutzen es auf einmal auch alle gegen mich.
Es ist eine sehr tragische Geschichte, aber ja. Also wünschen Sie sich schon eine Änderung, vielleicht so auf null maximal eingeschläferte Pokémon. Ich würde auch tatsächlich sagen, also am besten wir machen nächste Season ohne Einschläfern, ohne Momentum, ohne Hazards, das wäre schon gut, ja. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Durch die Niederlage ja leider jetzt den safen Platz 3 in der Doubles Division verpasst, aber nach wie vor punktgleich mit Platz 3. Was sind denn noch die Ambitionen in dieser Season, sowohl für Sie persönlich als auch das gesamte Team? Also für mich persönlich natürlich, also Platz 3 möchte ich schon gerne noch erreichen, weil es durchaus möglich ist. Ne, man hat ja gesehen jetzt, also die Tabelle sagt, dass alles noch drin ist. Theoretisch, wenn gute Nestflo ja sehr schlecht unterwegs ist, vielleicht ist ja dann sogar noch der zweite Platz drin. Aber das Ziel ist auf jeden Fall für mich persönlich nochmal den dritten Platz in der Doubles-Tabelle zu holen. Und auf jeden Fall möchte ich auch persönlich, aber ich denke, das ist das generelle Ziel, wir möchten sehr gerne noch in der Gesamttabelle natürlich zumindest den sechsten Platz erreichen. Das wäre sehr schön, nicht auf diesen rot markierten Plätzen in der GPL-Tabelle zu stehen. Das wäre sehr schön. Generell kann man sagen, wir sind in der Rückrunde recht gut unterwegs und dementsprechend bin ich mir auch ziemlich... Letzte Woche hatten sie ja quasi ihren Lehrmeister Nestflo komplett zerlegt. Der Junge hat ja gar keine Schnitte gehabt, gar nichts war da unterwegs. Ist es jetzt an der Zeit, sich selbst einen jungen Padawan zu suchen oder hatten sie in dem Match einfach nur den Highground und es gibt doch noch viel zu lernen? Ja, tatsächlich, also einen Schüler zu suchen, vielleicht ist es dafür noch etwas zu früh. Vielleicht möchte ich an der Stelle auch mal sagen, ist es auch einfach noch besser, ein bisschen mehr noch zu lernen vom großen Meister. Man kann ja quasi sagen, ich habe quasi vom Besten gelernt. Also könnte man sagen, wenn Flo tatsächlich der Beste wäre, aber wir sehen ja, dass das tatsächlich Bene ist. Schade, Flo, aber ich denke schon, dass es bei mir noch einiges zu lernen gibt, aber ich denke, ich habe auch schon sehr viel gelernt. Mal sehen, wann es soweit ist, dass ich dieses Wissen weitergeben kann, aber ich denke, aktuell möchte ich doch noch ein bisschen auf mich achten. Alles klar, dann vielen Dank für die Antworten und zurück ins Studio. Danke, Heinrich. Kommen wir zum zweiten Match des Tages. Die Volt Wizards gegen die Toon World. Und Nestflo will wieder mit Redlichkeit Keldeo sweepen, jedoch ist Dennis mehr als vorbereitet. Felinara setzt rechte Hand auf Walschall Kyurem ein, welches Keldeo mit dem Gefriertrockner komplett vernichtet und der Prügler geht nur noch ins Leere. Jawohl, perfekt, perfekter Start, sehr gut. Hat wunderbar geklappt, guter erster Turn wieder, wir lieben es, die Rückrunde, sie läuft! Woo! Sneeble fällt auch noch sofort im Anschluss an der Schallwelle. Die Volt Wizards aber jetzt direkt mit der nächsten Double Strat am Start. Kurelei schleudert die Litzibere auf Schwächenschutz Selfe, welches somit sofort auf plus 3 Angriff geht. Der Senkkopfstoß reicht zwar nicht sofort aus, aber provoziert den Flinch. Das einwechselnde Quartermark der Toon World wird anschließend sofort vom Knuddler besiegt. Jawohl! Jawohl, läuft alles nach Plan hier. Läuft alles nach Plan. Kurelei kann Felinara aus dem Spiel nehmen und der plus 3 Ablighthieb kann Stalobor one-hitten. Dieses trägt jedoch den Fokusgurt und rächt sich mit einer Menge Damage durch die Kreuzschere. Dennis geht dann mit seinem Maulwurf auf das Schutzschild, jedoch heilt Kurelei Silfe hoch mit der Flora-Kur, welches dann nochmal KP durch den Ablighthieb auf Kyurem zurückbekommt. Oh fuck, Flora-Kur. Das ist nicht gut. Der Prio-Diebeskuss killt dann das 1KP Stalobor und Selfe lebt selbst den Crit-Gefriertrockner easy, kassiert aber den Freeze. Crit, ja, siehst du hast alles versucht, jetzt noch Freeze, genau! Da wollen wir doch reingehen, meine Freunde, für Comfey! Für Comfey! Ist ein Riesenproblem! Die Toon World wollen nun die Mizarro-Raum mit Trombok aufsetzen. Nestflo prediktet das aber und geht auf den Verhöhner. Aber hoch 2... Trombok trägt das Mentalkraut. Durch den Freeze kann Selfe auch nicht auf den Zen-Kopfstoß Flinch hoffen und der Bizarro-Raum wird aufgesetzt. Selfe fällt somit an Donarions Käfergebrumm und auch Kurelei wird kurz darauf besiegt. Raikou hat jedoch den Meteorologen dabei und mit Hilfe von Sonnentag auf zu Beerus ist die Feuerattacke hier unglaublich viel wert, jedoch spielt Nestflo Regentanz anstatt Sonnentag. Raikus Protect wird dann schön von Dennis predicted, Zubiris stirbt und Raikou kann zwar noch trotz des erfolgreichen Double Protects den Kill an Donarion holen. Das war's dann aber auch. Die Toon World gewinnen mit 2-0. Das dritte Match des Tages, die Verfolger, die Soulblaze gegen die Royal Bluff und Fokusgurt Voltenso kann Boreos trotz seines Rückenwindes direkt in der zweiten Runde aus dem Spiel nehmen.
Ravigator wird von Durengard toxiniert und Razor predicted das Königsschild auf Durengard. Er will trotzdem angreifen, anstatt auf Protzer zu gehen. Soweit so gut. Entscheidet sich dann aber für den Abschlag anstatt Pferdestärke, welche keinen Kontakt herstellen würde, und verliert somit seinen Angriff. Moskitos Icy beschert uns dann bereits den zweiten Freeze des Tages und Ravigator holt sich mit dem Killern Durengard seinen Hochmut-Boost ab, ist jetzt aber halt nur auf plus minus 0. Dann übersieht Razor, dass Moskito schneller ist als er, obwohl man es in der vorherigen Runde eindeutig gesehen hat, und die Royal Bluff holen sich einen dicken Double KO. Jupp, nice. Razor direkt mit dem nächsten Lost Play am Start, schaut es euch einfach selber an. Und wahrscheinlich ist es immer Säurespeier. Oh, warte, Säurespeier geht nicht auf beide. Oh mein Gott. Ich dachte, Säurespeier geht auf beide. Oh mein Gott, Preston hat zu mir gesagt, Säurespeier geht auf beide. Deswegen habe ich A gespammt. Der Säurespeier geht somit auf Moskito, welches aber so oder so an der Psychokinese gestorben wäre. Muschelwaffe nimmt Kapuriki aber nach einem weiteren Zauberschein durch den One-Hit aus dem Spiel. Die Soulblaze ist trotzdem optimistisch, dass sie Latias und Smogmog handeln können, jedoch packt letzteres den Spukball aus, killt Galalamos und somit muss Katapultra 1 gegen 2 ran. Okay, jetzt wird's tricky. Drachenpfeile killt Latias und chippt Smogmog an. Die Zitatsbeere fängt den Spukball ab. Es ist 1 gegen 1. Die Drachenpfeile machen akzeptablen Schaden. Doch ihr Licht- und Schutzschild sind in Verbindung mit dem Giftschleim einfach unglaublich praktisch gegen dieses physische Katapultra. Somit gewinnen die Royal Bluff mit knappen 1 zu 0. Kommen wir zum letzten Match des Tages, die Victory Instinct gegen die Akatsuki Amphibien. So ein Mindtube ja hier letzte Woche mit der Ansage, dass er weiß, wie man Bene besiegt. Ich weiß aber garantiert, wie man Bene schlägt, denn Bene macht immer den besten Play. Und das heißt, wenn ich auch weiß, was sein bester Play ist, kann ich jeden einzelnen seiner Plays counterplayen. In der Hinrunde habe ich schon jeden seiner Spielzüge predicted und dann nichts dagegen getan. Dieses Mal haue ich die Eier auf den Tisch und mache sogar das, was ich sage. Schauen wir mal, ob er seinen Worten Taten folgen lassen kann. Es geht gut los, als Vesprit den Double Target tankt und der Gesang von Primarena auf Volcanion trifft. Dann kommt allerdings Kapukime rein und somit ist der Gesang keine Option mehr. Dieses fängt dann auch sofort an, sich mit Gedankengut zu setupen und tankt den Donnerblitz wie nichts. Rechte Hand auf Matschbombe Gengar wird dann durch das Schutzschild aufgehalten und das ausgeschlafene Volcanion vernichtet Gengar auf der Stelle. Das Nebelfeld läuft aus und Mindtube will wieder mit Gesang loslegen, jedoch overpredicted er, dass Bene den Seitentausch predicted und verliert Primarena am Double Target. Okay, ich glaube, es ist over. Ich glaube, es könnte actually over sein. Die Schokobeere schützt das einwechselnde Zeraora vor dem rechter Hand Erdbeben und Vesperit fällt an Kapukimes Mondgewalt. Knackerack setzt jetzt den Schwertanz auf und soll hinterm Lichtschild im Rückenwind sweepen, jedoch scheitert das Erdbeben bereits am ersten Pokémon, Kapukime, und das war's halt mit dem Drachen. Wulaosu kann mit dem Ice-Heap zwar noch Uhafnir killen, aber das war es dann auch. Trotz der quasi perfekten Strategie gegen Bene verlieren die Akatsuki-Amphibians mit 0 zu 5 gegen die nach wie vor in der Rückrunde unschlagbaren Victory Instinct. Und damit ist es selbst rechnerisch auch schon fast gegessen. Die Victory Instinct mit 18 Punkten Vorsprung vor Rang 2, das bedeutet, ein einziger Sieg im gesamten Rest der Saison reicht aus, um es hundertprozentig dicht zu machen. Theoretisch, wenn die Scherzkeks jetzt nur noch 6-0 gewinnen und die Victory Instinct jetzt nur noch 0-6 verlieren, gibt es noch eine Chance für die Scherzkekse oder auch für die Soulblaze, die auf Rang 2 und 3 mit 36 Punkten stehen. Aber ich glaube, da glaubt keiner mehr dran. Die Volt Wizards auf Rang 4 mit 33 Punkten, dicht gefolgt von den Toon World mit 30 Punkten. Das Mittelfeld wirklich unendlich nahe beieinander. Die Royal Bluff und die Fennen Gator tauschen noch einmal die Plätze durch den heutigen Spieltag und die Akatsuki Amphibians sind jetzt 6 Punkte hinter dem Vorletzten. In der Doubles Division gibt es einen sehr, sehr großen Sprung von Hydronic, der sich zurück auf den dritten Platz kämpft. 3 Plätze gut gemacht an diesem Spieltag. Sehr, sehr respektabel, auch wenn er immer noch eine negative Differenz hat. Oben nach wie vor Bene mit 6 Punkten Vorsprung jetzt vor Nesflo. Mindtube, Poggalaxy und Razor verlieren jeweils einen Platz und OGDNZ und Electek 9 mit 12 Punkten nach wie vor auf 7 und 8. In der Killrangliste tut sich quasi gar nichts. Wir sehen nach wie vor Stalobor 26, Zeraora 23 und Nidoqueen 21 Kills. In der Killrangliste der Doubles Division gibt es einen Tausch. Wir haben Nidoqueen nach wie vor mit 14 auf Platz 1. Allerdings ist Kapuriki jetzt auf Rang 2 und Keldeo nur noch auf Rang 3.
Damit kommen wir zur Preview für den wahrscheinlich absolut entscheidenden 12. Spieltag, wo die Victory Instinct höchstwahrscheinlich offiziell die Meisterschaft dicht machen können. Los geht es allerdings mit den Soulblaze gegen die Toon World. Die Soulblaze jetzt mit 2 Niederlagen in Folge dringend auf Punktejagd. Dann haben wir die Scherzkekse gegen die Volt Wizards. In der Hinrunde ein Match um den Titel, jetzt ein Match, um nicht noch weiter abzusteigen. Die Akatsuki Amphibians gegen die Fen & Gator, ein Battle im unteren Tabellenbereich. Und zu guter Letzt die Royal Bluff gegen die Victory Instinct. Und solange Blacklink hier nicht das Wunder der Royal Bluff rausholen kann, wird Ilsezor den Titel sicher machen. Es wurde sich eine Rückrundentabelle gewünscht und die wird auch kommen, allerdings erst am nächsten Spieltag. Bleibt gespannt deswegen, und wir schauen auf die Umfrage der letzten Woche, wo es ja um die TTL geht. Und ich muss sagen, ich bin erstaunt, wie viele Leute die nicht kennen. Ich dachte ehrlich gesagt, das wäre ein sehr weit verbreitetes Meme. Vielleicht ist es auch einfach schon zu lange her. Die TTL war eine Liga, eine Tag-Team-Liga, 2 gegen 2, mit im Endeffekt einer sehr ähnlichen Besetzung wie der GPL damals. Und die Playoffs wurden irgendwie nie gespielt und das war jahrelang im Endeffekt ein Meme. Und ja, jetzt wo Doubles gespielt wurde, dachte ich, ja, vielleicht wird es noch was. Aber ich glaube, das Meme ist einfach vergangen. Da habe ich einfach an der Zeit vorbeigegriffen. Da der Titel ja quasi entschieden ist, ist der neue Titelkampf ja quasi der Platz um Kampf 2, wo es ja unendlich eng aussieht. Von daher wollte ich mal wissen, was glaubt ihr denn, wer sich den zweiten Platz sichern kann? Denn sind wir ehrlich, sowohl die Volt Wizards als auch die Scherzkekse, als auch die Soulblaze, als auch die Toon World haben in letzter Zeit sowohl gute als auch grottenschlechte Performances gebracht. Von daher ist es wirklich unendlich schwierig zu predikten, wer da am Ende als Zweiter rauskommt, vor allem, weil die halt wirklich alle vollkommen gleich auf sind. Von daher ist die Frage, wer glaubt ihr, wird sich quasi den Trostpreistitel holen, weil Rang 1 ist halt ganz woanders. Das war's aber auch für die heutige Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder zur nächsten Folge mit Rückrundentabelle für Spieltag 12, vielleicht der Entscheidung. Bis dahin, haut rein.